Also wenn man vor den Olympischen Spielen mit den erfolgreichsten Trainern spricht, darf natürlich der Alex Stöckl nicht fehlen, der Österreicher für die Norweger. Es ist fast ein bisschen beängstigend von der Dichte. 5 unter den Top 10. Alex, gib ein Sprichwort. Wenn du so bleiben willst, wie du bist, musst du was verändern. Mhm. Kennst du das Sprichwort? Ja, das kenne ich. Ja. Und du glaubst daran? Ja, ich glaube 100% dran. Ich glaube, es ist gar Aber was willst du verändern, wenn du so erfolgreich bist? Ja, es gibt immer noch kleine Details, die man verbessern kann. Technische Dinge an den Sportlern, die unter Umständen zu weiteren Sprüngen führen noch. Also ich glaube, dass wir schon noch was drin haben. Und ich glaube, das ist auch notwendig, weil man sieht, dass andere Mannschaften sehr stark sind wieder. Die Polen sind natürlich große Favoriten. Bei den Deutschen sind zumindest zwei Athleten, die sehr gut gesprungen sind in letzter Zeit, mit dem Wellinger und mit dem Freitag. Also Olympia wird immer, so wie jetzt mal, schwierig werden. Und wir müssen schauen, dass wir uns bis dorthin in Schuss halten und unter Umständen noch einen kleinen Schritt vorwärts machen mit einzelnen Athleten. Von der Planung her, Willingen kurz vor den Olympischen Spielen, hat es gepasst? War die Entscheidung von dir, mit der ersten Mannschaft hierher zu kommen, war die schwierig oder war es für dich kein Problem? Also in der Situation, in der wir sind, war es kein Problem, weil die Jungs sind in Form. Es ist natürlich was anderes, wenn es nicht so gut läuft. Aber so wie es jetzt ist, wollten die Jungs unbedingt herfahren. Die würden gern wettkämpfen, um halt den Wettkampf zu trainieren. Und solange sie in Form sind und alle gesund sind, macht es Sinn, dass wir hier sind, um auch im Gesamtweltcup vorne dabei zu sein am Schluss dann. Deswegen war das eigentlich für uns keine schwierige Entscheidung. Ist es ein Problem, dass die Jungs, sagen wir, auch die Köpfe frei haben, dass sie also nicht nur mit dem Skispringen konfrontiert werden? Ist das ein Automatismus? Lösen die Probleme alleine oder musst du da ein bisschen nachhelfen? Machst du Vorschläge? Ja, die Jungs machen Gott sei Dank andere Dinge auch neben Skispringen. Also die beschäftigen sich nicht nur an der Schanze mit dem Springen. Die machen, einige gehen laufen oder machen irgendeinen anderen Sport zum Beispiel. Jetzt, wenn sie zu Hause sind, der Sernen zum Beispiel hat ja Familie, also der hat da sehr gute Ablenkung mit seiner kleinen Tochter. Ein, zwei Athleten machen Ausbildung. Ich glaube, dass sie schon schaffen, ganz gut, dass sie sich abzulenken. Und das ist auch leichter, wenn es gut läuft. Also da ist alles in Ordnung. Alex, 1984, Sarajevo. Ewig her, ich weiß. Jens Weißflog wäre nicht Olympiasieger geworden, wenn er sich vorher nicht verletzt hätte oder krank gewesen wäre. Kann es sein, dass Tande durch seine Krankheit so ein Stückchen aktive Erholung hatte? Ja, ich glaube, dass sein Körper ihm gesagt hat, jetzt brauche ich Pause. Es war ja ganz interessant, dass er der Einzige war, der mit einem so einem Norovirus nach Hause gekommen ist, obwohl wir gemeinsam gereist sind und bereits am Flughafen in Gardermoen, nach dem Wochenende da in Oberstdorf, hat er schon gemerkt, dass er krank wird. Und das ist ein Zeichen, dass das Immunsystem im Keller ist und dass es dann wichtig ist, dass man halt sich eine Pause gönnt. Das hat er in dem Fall machen können, das war gut, war nicht in Zakopane dabei. Und es wirkt so, als ob er jetzt wieder frisch ist. Also er hat zu Hause noch ein paar Tests gemacht, auch Krafttest und so. Und man hat gesehen, die Werte sind gut, die Entzündungswerte sind weg, also null. Das heißt, er ist in Form und er freut sich irrsinnig auf das Wochenende jetzt. Gibt es ein fixes Rezept, wo du sagst, früher hatte man im Osten gesagt, UWV, aktive Wettkampfvorbereitung, dass es einen Rhythmus gibt, sagen wir mal einen Standard, wo du tatsächlich immer wieder das Gleiche machst? Ja, es gibt gewisse Routinen und das ist oft sehr individuell, wie sie Athleten vorbereiten. Und ich glaube, das ist mit ganz ein wichtiger Punkt, dass man auch bei Großereignissen seine Leistung abrufen kann, ist, dass man versucht, zumindest bis zum gewissen Grad diese Routinen aufrechtzuerhalten. Dass man einfach in diesem Rhythmus bleibt, wie man sie vorbereitet, diese halbe Stunde oder Stunde vor dem Wettkampf, die Nachbereitung nach dem Wettkampf, die Videoanalyse im Hotel, dass man das einfach so macht, wie man es immer macht bei einem Weltcup, weil dann ist es am einfachsten praktisch, in diesem Rhythmus zu bleiben und seine Leistung abzurufen, wenn man dann am Balkan sitzt. Du wärst natürlich ein schlechter Trainer, wenn du jetzt sagen würdest, der ist meine Nummer 1, der ist meine Nummer 2, der ist meine Nummer 3. Deshalb stelle ich die Frage erst gar nicht. Womit wärst du, wenn du zurückkommst aus Korea, für Norwegen zufrieden? Ja, ich denke, wir haben Chancen, dass wir in jedem Bewerb um Medaillen mitkämpfen. Das Schönste wäre natürlich, wenn wir das auch auf jeder Chance schaffen, dass wir Medaillen mitnehmen. Unser großes Ziel, das haben wir ja schon Anfang der Saison gesagt, ist der Mannschaftsbewerb. Und da wird man schon gerne um die Goldmedaille kämpfen. Also wenn wir das schaffen, dass wir dort die Goldene abholen, dann sind wir mehr als zufrieden, weil das wird ganz schwierig. Ja, es würde einer gewissen Logik ja nicht entbehren. Ne? Ich meine, da war ja schon mal was in dieser Saison. Der Vierer,
der dann springen wird, den hast du auch im Kopf? Nein, den habe ich nicht im Kopf. Wir entscheiden das immer sehr kurzfristig. Das geht nach der Leistung, das geht nach der Form, das geht nach der Psyche. Das ist immer ein bisschen eine Bauchentscheidung. Wir haben ja heuer durch den ganzen Winter schon immer wieder die Aufstellung variiert. Es war nicht immer der gleiche am Schluss. Wir haben da Sachen probiert einfach, um zu schauen, wie es läuft. Das ist im Prinzip in jeder Konstellation hat es funktioniert. Deswegen halten wir das ganz offen und werden dann schauen, wenn wir dort vor Ort sind, wer ist am Tag X derjenige, der dann diese Aufgabe übernimmt. Wann fliegt ihr? Wir fliegen am Montag. Okay, das heißt also, nach Hause ist nicht mehr, geht nahtlos. Ja. Genau, es geht nahtlos weiter. Ja. Dann wünsche ich dir, das wünsche ich aber allen, toi toi toi. Danke. Ja, okay, Alex, danke.